Herr Leonhard, Sie sind Geschäftsführer der Filmschule NRW. Was ist denn das genau für eine Institution? Film und Schule NRW ist die Agentur des Ministeriums für Schule und Bildung in NRW mit dem Auftrag, Filmbildung nachhaltig in den Fachunterricht zu integrieren. Das heißt, wir qualifizieren Lehrkräfte, wir stellen Materialien zur Verfügung, analoge, neuerdings auch interaktive digitale Materialien, die dann in der Schule verwendet werden können. Wir veranstalten die Schulkinowochen NRW, wo wir dann hier auch wieder den Bogen zu Vision Kino spannen. Und was habe ich noch was vergessen? Qualifizierung. Und wir stellen natürlich Filme zur Verfügung. Genau, wir kaufen Landeslizenzen zu Spielfilmen, zu neuen Spielfilmen auch, Animationsfilmen, Dokumentarfilmen, die dann über einen geschützten Raum, über eine geschützte Cloud, wenn man so sagen will, über Edmund NRW für die Lehrkräfte zur Verfügung stehen, damit die dann eben rechtlich im rechtlich sicheren Raum mit diesen Filmen arbeiten können. Das hört sich nach einer Rieseninstitution an. Also thematisch dermaßen breit aufgestellt. Wie viele Mitarbeiter sind Sie? 3. 3? Und wie schaffen Sie das? Ja, ich meine, mit viel Engagement, mit viel Leidenschaft. Aber es ist natürlich teilweise, wir sind auch gewachsen. Also jetzt gerade auch, wenn man von Bildung im digitalen Wandel, in der digitalen Welt spricht, sind halt immer mehr Aufgaben dazugekommen. Auch Lehrerausbildung ist natürlich noch dazugekommen. Und es ist schon manchmal schwierig mit so einem kleinen Team. Genau, wir arbeiten immer daran, dass wir noch mehr werden. Aber mit viel Leidenschaft und viel Engagement ist es zu schaffen, ja. Und dementsprechend setzen Sie auch die Themen. Und dementsprechend sind Sie auch hier beim Kongress hier eingeladen worden und haben den Workshop zum Thema Vlogging gehalten. Was ist darunter zu verstehen? Also Vlogging ist eigentlich eine Mischung aus Video und Blog und das ist eigentlich, dass nicht nur geschrieben wird, sondern dass gesprochen wird und dass das mit einem Bild begleitet wird. Und wir haben aber nur diesen einen Stil vorgestellt und dann aber auch noch zwei andere und danach konnten Selbsterklärvideos eben auch erstellt werden. Also Erklärvideos konnten hier erstellt werden, also die dann selber produziert werden von den Lehrerinnen und von den Lehrern. Sowas erfreut sich natürlich immer höhere Popularität. Kann man sagen, für die Unterrichtsvorbereitung und für die Vermehrung des allgemeinen Wissens, gibt es da vielleicht Ihrerseits so eine Top-Ten-Liste, wer die besten Erklärvideos macht? Oder sagen Sie mal 3 Beispiele, die ich im Netz finden kann, wo ich weiß, okay, es ist ein top produziertes Erklärvideo mit wenig Aufwand. Das muss man unterscheiden. YouTube ist natürlich sowas wie ein riesiges Archiv, wo man ganz, ganz viele Erklärvideos findet, gute, schlechte, weniger gute. Jetzt könnte ich natürlich ein paar Vlogger zum Beispiel nennen, die da gute Erklärvideos machen. Aber sagen Sie mal. Nee, aber das ist nicht unsere Aufgabe eigentlich, sondern wir stellen das wirklich, bei uns geht es mehr um die Produktion von Erklärvideos. Das heißt, dass Film in der Schule zur Methode wird, dass Schülerinnen und Schüler, von mir aus auch Lehrkräfte, aber zuerst einmal Schülerinnen und Schüler selber Erklärvideos produzieren und dann quasi 2 Kompetenzen dadurch erwerben. Nämlich zum einen müssen Sie sich mit dem Inhalt beschäftigen und zum anderen können Sie sogenannte, ich nenne das immer Bewegtbild-Lesekompetenzen erwerben. Das heißt, Sie setzen sich damit auseinander, wie Bilder wirken und lernen dann langsam aber sicher, wie Bilder zu reflektieren sind und wie Bilder einzuordnen sind. Und das ist für uns eine ganz, ganz wichtige Kompetenz im Rahmen der digitalen Welt, wenn man da von der Bildung spricht. Das ist natürlich ganz wichtig, da so eine Bild-Lesekompetenz zu erwerben. Das heißt, wir kuratieren nicht, das könnten wir vielleicht auch noch machen, wenn wir ein größeres Team wären. Da können wir natürlich auch mal gucken, wo gibt es gute. Natürlich setzen wir Kriterien fest in diesen Produktionen, aber ich würde mich jetzt zurückhalten zu sagen, der ist gut oder der ist nicht gut. Dann akzeptieren wir das an dieser Stelle. Trotzdem nochmal kritisch nachgefragt, wenn wir von Erklärvideos sprechen, dann geht es ja darum, dass es um eine Verkürzung von komplexen Sachverhalten geht. Also Zusammenhänge werden dann vielleicht zusammengedampft oder eingedampft, ein Destillat entsteht. Wie bleibt trotzdem die Komplexität des Ganzen erhalten? Also eigentlich hat das eben im Workshop ein Schüler ganz, ganz toll gesagt. Der hat gesagt, das, was ich selber erklärt habe, das habe ich selber viel besser verstanden und kann das direkt wieder abrufen und abspeichern, was man einfach runterbrechen kann, einfach erklären kann. Und natürlich kann man manche Sachen in 2 Minuten darstellen und andere dauern vielleicht dann doch auch eher 10 Minuten. Aber es geht einfach darum, das verständlich zu machen. Jetzt nicht irgendwie wirklich alles in die Nussschale zu packen, aber es einfach etwas runterzubringen, verständlich darzustellen. Also bezüglich der Schülerschaft leuchtet mir das sofort ein. Wenn Sie sagen, ich habe das produziert, ich habe es verstanden, indem ich das rübergebracht habe, stellt sich in mir die Frage, ist die Lehrerschaft, die meinetwegen bis Mitte 60 vielleicht auch arbeiten sollte und kann und muss, ist die in der Lage, diese Komplexität oder dieses technische Verständnis von jetzt auf gleich zu erlernen?
Also da ermutigen wir die Lehrer immer, die eben oft dann auch vor uns stehen und sagen so, ich traue mich das nicht, meine Schüler sind viel weiter als ich etc., dass die Rolle der Lehrer eigentlich gleich geblieben ist. Also die müssen eigentlich immer noch kuratieren und sagen, wie bei einem ganz normalen Referat, konzentriert euch aufs Wesentliche, stellt die Inhalte wirklich dar. Und wir ermutigen die eigentlich immer, klar, die Schüler wissen meistens, wie das technisch ungefähr geht und trotzdem ist oftmals der Text viel zu lang oder es wurden gar nicht die richtigen Bilder rausgesucht und das ist dann eigentlich wieder ein neues Miteinander und da schaffen wir es eigentlich, also finde ich sehr gut, die Lehrer zu ermutigen und viele Lehrer nehmen ja an den Workshops teil und merken dann eben auch, ah okay, in einer halben Stunde komme ich eigentlich schon total weit und fühlen sich auch direkt etwas selbstbewusster und selbstsicherer mit dem Umgang und mit dem Medium und dann geht es eigentlich so, ja, Step by Step und die probieren das zu Hause weiter aus und gehen wirklich auch gut in den Unterricht dann damit. Und das Resümee des Workshops hier? War sehr, sehr gut. Wir hatten natürlich eigentlich zu wenig Zeit. Wir hatten 3 Stunden, hört sich erstmal nach viel an. Aber man muss natürlich erstmal so Formate, da würde das Vlogging-Format zugehören oder das How-To-Tutorial, das Tutorial, was wir ja alle kennen. Oder halt dieses Explainity, was viele auch mit Erklärvideo verbinden, wo also geschoben wird, wo irgendwelche Bilder geschoben werden. Legetricktechnik nennt sich das. Das haben wir erstmal analysiert, Kriterien entwickelt und dann haben die produziert. Da ging es aber wirklich jetzt darum, diese Methode erstmal kennenzulernen, sich einfach mit dem iPad, mit dem Tablet auseinanderzusetzen. Zu gucken, wie einfach geht das, wie muss ich die Rollen verteilen, wie kann ich einen komplexen Sachverhalt jetzt schon mal ganz, ganz kurz in dieser kurzen Zeit auf einen bildlichen Nenner bringen sozusagen. Und die Rückmeldung war super. Also die haben gesagt, das können wir uns überall vorstellen als Präsentationsmöglichkeit im Unterricht oder zur Vorgangsbeschreibung. Das Gute eben an diesem Erklärvideo ist, dass es sich fächerübergreifend einsetzen lässt. Also in allen Fächern, sogar in den Naturwissenschaften, in Mathe, kann man theoretisch Erklärvideos oder auch praktisch Erklärvideos produzieren und dadurch eben auch schon solche Bildlesekompetenzen erwerben. Deswegen ist das ideal. Okay, danke.